Was geht ab, Stuttgart? Jawohl. Schwabenpower. Geil. Ich liebe das, hier anzukommen. Ich komme hier an, Stuttgart, Prag, Sattel. Ich rieche einmal direkt Feinstaubalarm. Wisst ihr, was ich meine? Direkt sind wir da. Nice. Wer von euch geht alles feiern? Mal per Applaus. Wer geht feiern? Warum lügt ihr, Männer? Kein Mann geht feiern. Frauen gehen feiern. Habt ihr gehört? Party. Ich und du. Deshalb macht ihr schon 3 Stunden vorher fängt die Party an bei Frauen. Die machen sich fertig. We getting fucked up tonight. You get stars and you. Noch nie hat sich ein Typ so fertig gemacht mit seinem besten Freund. We getting fucked. Nein. Männer gehen weg, um Frauen abzuschleppen. Okay, es sind Ausländer. Deutsche gehen weg, um zu saufen! Saufen! Tobi! Ich und du! Saufen! Wir ficken heute unseren Kopf weg! Ich und du! Wir sind noch feiern gegangen, oder? Früher, ich bin in den 90ern aufgewachsen, wir haben noch Spaß gehabt in den Clubs. Wart ihr mal heute feiern? Kein Mann tanzt mehr. Männer stehen da wie Psychopathen-Vergewaltiger im Club. Wie geht's dir? Komm mal mit reden! Walla nur reden, komm mal mit, komm mal! Hier, reden! Und warum? Weil in den Clubs läuft Deutschrap. Guck mal, früher in den 90ern, es lief R&B, es lief cooler Hip-Hop. Wisst ihr, ich meine, da konntest du, es ging um den Vibe, den du erzeugt hast. Ne? Es lief Montel Jordan. It's one on one tonight, one on one. Ja, ich und du, one on one. Es lief Jagged Edge, where the party at? Und du warst so, hier, ich weiß, wo die Party ist, hier. Antwort A. Wie willst du ein Vibe erzeugen mit Luciano Loco? Bolo Bobo! Du wirst doch aggressiv. Merkt ihr das? Bolo Bobo! Das pusht dich hoch, das macht dich aggressiv. Ich erzähl grad Witze, ich will jetzt jemanden schlagen gerade. Aus Prinzip, weißt du, was ich meine? Oh, oh, oh! Das geht nicht! Wie willst du so jemanden kennenlernen? Wie willst du so jemanden kennenlernen? Das geht nicht. Das Erste, was du machst, wenn du hingehst zu einer Frau, du gibst Schelle. Boropo. Wie geht's dir? Geht's dir gut? War nur leicht. Komm mal mit reden aber. Komm mal. Seid ihr auch der Meinung, Männer haben es verlernt, Frauen anzusprechen? Ladies, was sagt ihr? Ja. Sehr schön. Bisschen Verzweiflung dabei, aber schön, dass ihr da seid. Ja. Aber es stimmt. Ich gehe sogar eins weiter. Ich sag, Männer konnten es noch nie. Noch nie. Es gab im 18. Jahrhundert eine gesellschaftliche Konvention, die es uns Männern erleichtern sollte, Damen kennenzulernen. Das Tuch fallen lassen. Eine Dame konnte, wenn sie einen Herrn attraktiv fand, ein Tuch fallen lassen, im Vorbeigehen, damit der Herr der Held der Situation sein konnte und das Tuch so aufheben konnte. Und dann war er so... Entschuldigen Sie, gnädige Dame. Sie ließen soeben das Tuch fallen. Und die Dame war so, wie tollpatschig. Vielen Dank, gnädiger Herr. Und jetzt lecken Sie das Fötzchen. Kennt ihr das? Das ist Shakespeare. Originalzitat. Ja, ist nicht von mir, ist von Shakespeare. Hamlet, Akt 3. Also schön, dass ihr... Zu meiner Zeit gab's Antanzen. Könnt ihr euch noch an Antanzen erinnern? Mal kurz Werbeapplaus. Wer wurde mal angetanzt oder hat mal angetanzt? Schaut euch die Männer an. Ihr seid Triebtäter, ihr seid ekelhaft. Was seid ihr denn für Menschen, Alter? Du kennst die Person nicht. Du kennst sie nicht. Das Erste, was du machst, ist... Was ist denn das?
Vor allem, du hast immer so Haare im Gesicht gehabt. Du musstest in ihren Nacken atmen wie so ein Psychopath-Serienmörder. Was war denn das? Und vor allen Dingen, du konntest ja nicht einfach so hingehen. Du hast Plan gebraucht. Weil Frauen sind clever. Ihr tanzt im Kreis. Ihr seid wie so eine Spezialeinheit. Jeder Quadratzentimeter ist gesichert. Du kannst dich nicht einfach so nähern. Du hast Plan gebraucht. Du wolltest sie da antanzen. Du siehst sie, aber du tust, als ob du da gehst. Und wenn sie dich davor gesehen hat, sie ist einfach weg und du standst alleine auf der Tanzfläche. Du musst so tun, ich wollte genau hier sein, Bruder. Kannst du kommen, reden, ganz kurz bitte. Aber das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, wenn du kurz davor warst, sie anzutanzen und dann kam ihre beste Freundin wie so ein Delfin. Verpiss dich! Hau ab, sie hat deinen Freund! Sie hat deinen Freund! Nach so einem Korb, was bleibt dir übrig? Du gehst zu deinem besten Freund Tobi. Tobi, saufen! Ich und du! Dankeschön, Leute. Grab, Leute, mein Name ist MB Comedy. Wenn ihr andere coole Videos seht, drückt hier. Wenn ihr das ganze Finale in der ARD-Mediathek schauen wollt, drückt hier. Und vergesst nicht zu abonnieren. Sonst komme ich vorbei.